Meine Güte, das war doch mal was im letzten Part. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück zu Earthbound. Und heute holen wir uns die letzten, oder holen wir uns eines von den letzten beiden Your Sanctuaries, die uns noch fehlen. Und zwar müssen wir dazu nochmal ins Museum. Ja, ein bisschen unnötig Geld ausgegeben, aber wir hätten den Tipp ja nicht bekommen, wenn wir nicht Geld ausgegeben hätten. Ja, ich weiß, dass ihr keine echten Dinosaurier habt. Ich weiß. Meine Güte. Ja, ist okay. Schön. Dann geht's ja jetzt richtig voran. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo das nächste Your Sanctuary ist. Das habe ich komplett vergessen, tatsächlich. Aber ich denke mal, das sollte kein großartiges Problem sein. Irgendwo wird sich das ja wohl auftreiben, ne? Auftreiben lassen. Ah Mann, ne? Neue Sänger namens Venus. Geil, oder? Ja, Auf dem Radiergummi. Ich wollte gerade sagen, warum ausgerechnet auf dem Radiergummi? Das macht keinen Sinn. So, wo habe ich das denn? Paula hat das, glaube ich, ne? Ja, Signed Banana. Signed Banana Peel eigentlich. You got it! Ja, Mann, geil, hat ein Venus-Autogramm. Dann hau raus. Im nächsten Raum ist ein Licht, welches von sehr weit vom Manhole scheint. Ich habe eine riesige Monsterratte dort gefunden. Ja, ich lasse dich mal dahin gehen und gucken, ne? Okay. Ach, ich bin ein Kind, aber du. Warum ist hier so ein Raum? Warum? Das macht keinen Sinn. Aber gut. Nicht weiter schlimm, das sollte hier alles gar kein Thema sein. Ich meine, das ist das vierte Gebiet. Die Filthy Attack Roach. Also ich sag mal, jetzt wo wir den anderen Spacken da gerade im letzten Part so schön besiegt haben, mache ich mir gar keine Sorgen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, sauber. Okay, die machen aber doch relativ heftig Schaden. Aber das sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Die sollten jetzt eigentlich schon drauf gehen. Hoffe ich. Na, natürlich. Es ist so grausam, wenn es einfach nicht klappt, wie ich mir das vorstelle, ne? Meine Güte, und dann weicht das Drecksding auch noch aus. Ich krieg zu viel. Ärgerlich. Ja, komm, greife euch nochmal an. Zwei Runden 100 HP Damage. Meine Güte. Das ist schon. Uff. Ja. Läuft nicht mit. Nicht so wirklich. Geben aber auch gar nicht mal so viel. Also, ich kann euch ja mal sagen, wo wir hin müssen. Wir müssen immer nach rechts. Wir können jetzt natürlich auch hier reingucken und uns ein paar Goodies holen. Was ist hier zum Beispiel drin? Ein. Ah, okay, ein kaputtes Eisen. Das muss Jeff natürlich tragen, weil er ist ja derjenige, der. Ich raste aus. Er ist ja der, der im Schlaf Sachen reparieren kann. Wenn man sonst keine Hobbys hat, sage ich mal, ne? So, schnell runter. Wir müssen uns nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Bah, das ist voll eklig. Richtig schön durch. Was weiß ich, alles schwimmen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das hier. Ja, es ist eine Kanalisation. Das heißt, es ist eine sehr seltsame Kanalisation. Sehen die so in Amerika aus? Weiß ich nicht. Fahren noch nie dort. Und selbst wenn, würde ich wahrscheinlich nicht in die Kanalisation gehen. Ich meine, das wäre ja voll eklig. Jetzt weiß ich allerdings nicht, soll ich hier hoch oder. Ich gehe einfach mal hier weiter. Wird schon richtig sein. Hoffe ich mal. Ah, man kann hier auch noch hoch. Okay, das ist gut. Man hätte hier sogar wieder runtergemusst. Den Weg haben wir uns gespart. Ja, ich gehe jetzt einfach straight zum Gegner. Ich will dieses Sanctuary haben. Das soll ja auch einigermaßen fix gehen. Was ist das jetzt für ein Viech? Noch so ein Ding, ja, alles klar. Das machen wir aber mit Faustangriffen, fertig. Da verschwende ich jetzt keine PP für. Jawoll! Continuous Attack, geil! Ach, es ist schön. Aber wir machen richtig gut Schaden, ne? Da kannst du echt nicht meckern. Ja, außer Jeff. Da weicht das Ding nämlich aus. Schön. Ah, es klappt auch so. Sehr gut. Ich müsste halt echt mal ergoogeln, wo das nächste Sanctuary ist. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist echt grausam. Keine Ahnung. In Summers könnte es eventuell sein. Will ich mich aber auch nicht festlegen.
Oder in der Deep Darkness. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich will echt ungern eigentlich googeln, ne? Weiß nicht, das ist immer so blöd. Das so nach dem Motto, na, Chris, nicht selber hinzusuchen, aber im Endeffekt muss man ja dazu sagen, dass ich es ja auch aufnehme. Insofern muss ich ja darauf achten, dass das einigermaßen spannend bleibt. Dementsprechend einigermaßen schnell von der Bühne geht. Ah, komm, da will sie direkt, ne? Jawohl. Die Maus hat Angst, beziehungsweise Respekt, was aber auch sehr gut ist. Ach, Paula ist gleich tot. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Hallo? Jetzt reicht's aber auch mal so langsam, ne? Wollt ihr mich verarschen? Wirklich, alles ist ins Leere gegangen. Das kann auch jetzt beim besten Willen nicht euer Ernst sein. Ja, jetzt aber hier, ne? Meine... Ey, Mann! Ja, guck, wenigstens hier einer, der reell Schaden macht. Und ihn auch direkt besiegt. So will ich das nämlich sehen. Paula muss natürlich noch geheilt werden vor dem Kampf. Weil ich möchte eigentlich, dass die drei jetzt auch ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Ist halt ein bisschen doof gelaufen im letzten Part. Dass wir quasi nur noch als Ness übrig waren und die anderen alle weg waren. So, die Maus hat keine Lust, perfekt. Ja, Mann, du bist also endlich hier. Das ist die fünfte Your Sanctuary Location, aber sie gehört nun mir. Nimm sie von mir, wenn du dich traust. Die Plagenratte des Schicksals. Oh Gott. Ja, das ist jetzt wieder so eine Sache. Hat das Ding ein Schild? Ich glaube tatsächlich nicht. Das heißt, man kann hier richtig schön mit Psi-Punkten angreifen. Also machen wir das auch einmal mal direkt, oder? Spricht so nichts gegen. Ah, wisst ihr was? Einfach... Huch. Ich will kein Risiko eingehen. Wir nehmen den Shieldkiller. Ja, was macht Poe? Poe macht Starstorm. Ist eine gute Idee. Können wir, glaube ich, so machen, oder? Wenn das Ding jetzt ein Schild hat. Ich raste aus. Nee, hat's nicht. Geil. Und da gibt's direkt die nächste Attacke. Schön, so will ich das nämlich sehen. Viel hält die nicht aus. Das sage ich euch jetzt schon mal. Wie gesagt, das ist die fünfte Location. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Und dann guckt ihr das an. Das Schöne ist ja, jetzt hat die Ratte ihren Angriff quasi verwirkt, weil sie sich ja jetzt erst wieder bewegen kann. Das ist nämlich das Schöne. Deswegen benutze ich Psi-Freeze immer ganz gerne. Weil man da eben die Chance hat, dass die Dinger einfrieren. Das ist echt schon eine super Sache, ne? Eigentlich könnte ich ja mal eine Challenge starten, das Ding ohne PP, also ohne Psi-Attacken fertig zu machen. Dauert aber zu lange und ich möchte ja ein bisschen was schaffen in diesem Part, ne? Ja, okay, das ist jetzt natürlich, ne? Das macht nicht so viel Schaden. Aber krass, wie schnell die PP da auch durchgehen. Das ist heftig. Oh, 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 oh. Das ist jetzt denkbar ungünstig. Das hätte auch nicht passieren dürfen. Weil Gift ist immer so eine Scheiße. Wobei, er wurde gar nicht vergiftet. Das ist gut. Das ist gut. Nee, doch. Das ist... Dann ist okay. Dann kann er ruhig mit seinen Poisonous Fangs angreifen. Gar kein Thema, wenn ich nicht vergiftet werde. Oder ich habe es einfach nicht gesehen. Na, aber ist jetzt sowieso egal. Schön. Boah, herrlich, ey. Ich habe in letzter Zeit wieder richtig Lust auf das Spiel. Und wir bekommen 28.818 XP. Und Paula ist Level 64, Offensive 2, Defensive 1, Speed 1, oh Baby, Guts 3, IQ 4, Maximum HP 2, geht besser, und Maximum PP 20, das ist eine geile Sache. Und wir lernen Psi Fire Omega, ja doch Omega. Geil. Ja Leute, jetzt geht's rund, Alter. Jetzt geht's richtig rund. Was mich aber auch zur Frage aufwirft, hätten wir die Attacke schon viel früher lernen können? Ich bin auf jeden Fall wieder still. Ness hat ein Babyfläschchen gesehen, aber nur für eine kurze Zeit. Ness Soundstone hat die Melodie vom Magnet Hill aufgenommen. Ja, die Truhe nehmen wir natürlich auch eben direkt mit. Wow, geil, Mann, ein Carrot Key. Wow. Jeff nimmt sie. Einfach so ein Hinterhof, das finde ich echt cool. Direkt an den Stadtmauer, wobei nein, doch nicht, sind nicht die Stadtmauern.
Und das Schöne ist, wir dürfen jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Und da jetzt alle Gegner Angst vor uns haben, sollte das ein leichtes sein. Es ist halt nur ein bisschen blöd, jetzt durchs Wasser zurückzulaufen, ne? Es dauert halt ein bisschen. Und wie gesagt, in den Türen sind einfach nur Sachen, die einem eventuell im Kampf nützlich sein könnten. So Heilsachen brauche ich aber nicht. Warte mal, ich muss eben ganz kurz... Ich google das. Weil im Endeffekt, ich nehme auf und da muss ich dann doch einfach auch schon gucken, dass es besser ist, wenn ich eben ganz schnell gucke, wo diese sechste Your Sanctuary Location ist. Na, macht mal einen Abflug, ihr Spinner. Ja, okay, gut. Earthbound Sixth Your Sanctuary. Wobei, ich mach die erstmal fertig. Okay, die Mäuse sehen aber seltsam aus, die sind ein bisschen verstrahlt. Die Backrow. Deadly Mouse, genau, das wollte ich wissen. So, und Starstorm, komm, ich bin in Geberlaune. Sanctuary. Location. So. Boah, das sah geil aus. Und das war's auch für die Deadly Mouses. Schön. So, Locations. Unet, Happy Happy Village habe ich, Winters. Rainy Circle habe ich auch. Foresight habe ich auch. Dalam! Ja, ich Arsch. Stimmt, in Dalam müssen wir auch noch was machen. Da waren wir jetzt auch nur ganz kurz, ne? Ach, ich bin ein Trottel, ich hätte mich hinporten können. Ärgerlich, aber so geht's wenigstens so ein schönes Level für Poe. Offensive 1, Defensive 1, Maximum HP 1 und Maximum PP 2. Hätten sie sich aber auch echt schenken können. Sag ich ganz ehrlich, ich bin so ein Dulli. Mach einen Abflug, Mann. Ich bin jetzt gerade schlecht drauf. Ja, du auch. Och, Mann! Naja, gut. Wir haben immerhin die Surprise Opening Attack. Ich weiß, wo die nächste Location ist. Ich weiß, man könnte halt echt überlegen, ob man sich da nicht eben schnell hinportet. Och, Mann. Aber dass das nicht so viel bringt, war klar. Weil der ist natürlich schon ein bisschen stärker. Ja, und wenn Paula und alle dann erstmal direkt verfehlen, bis auf Ness, gut. Wenigstens der ordentlich Schaden macht, der verfehlt nicht. Das ist schon mal sehr gut. Und Level 60 bei Jeff. Offensive 3, Defensive 2. Oh Baby, Speed 3, Guts 1, Vitalität 2, IQ 1, Maximum HP 17. Jawohl. Boah, ich glaube, wenn wir hier soweit mit allem durch sind, dann sind wir richtig gut prepared für die Lost Underworld. Was ja auch nochmal eine richtig intensive Sache wird. Ja, also... Ich sag mal, ich habe nicht ohne Grund gesagt, alles was jetzt noch kommt, wird die reinste Hölle. Deswegen nehme ich ab jetzt auch jeden Gegner mit. Gut, dass ich gerade gut 5 Gegner habe stehen lassen. Die ich bekommen kann. Aber die geben mir halt auch nicht so viel. Deswegen in der Lost Underworld, so wie ich jetzt aufgelevelt bin, sollte die kein Problem zum Leveln sein. Natürlich werde ich den Boss dort nicht besiegen können, machen wir uns nichts vor. Aber ich werde auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Teil dazu beitragen können, dass ich hier hoch muss. Ja, okay, komm. Machen wir die auch im Schnell fertig. Sind ja alles wertvolle Level-Ups, da kann man sich ja auch nicht beschweren. Die wir natürlich dann aber auch durch solche Sachen wie Psi-Punkte bitter nötig haben. Wenn dann auch nochmal so ein paar mehr HP und PP kommen würden, das wäre schon echt eine gute Sache. Ich kann auf einige Stats kann ich verzichten, bin ich ganz ehrlich. Aber ich würde schon echt mal ein paar mehr HP gerne dazu bekommen und auch gerne PP, weil die sind so schnell weg. Das ist Wahnsinn. Boah, ich bin irgendwie richtig müde. Ich weiß auch nicht warum, aber keine Ahnung, Mann. Ich bin übertrieben müde. Naja gut, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Das ist jetzt auch nicht die leichteste Arbeit. Warum bin ich hier rausgegangen? Warum mache ich das? Ich hätte noch viel weiter gemusst. Geh weg, du scheiß Mülleimer. So. Ich habe mir übrigens auch was überlegt. Ich würde sagen, momentan ist es halt so, dass ich auch gerade beruflich bedingt, halt nicht mehr als 2 Parts am Tag schaffe. Alles andere wird halt einfach so, ja, so stressig und man ist halt auch müde.
Und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht Banjo-Kazooie erstmal auf Eis legen und ich momentan jetzt nur Ocarina of Time und Earthbound am Laufen habe. Wenn eins von den beiden dann durch ist, kommt direkt Banjo-Kazooie wieder und dann geht's da weiter. Dann würde ich die Videos zwar auf privat stellen, machst du vielleicht mal einen Abflug hier. Aber halt auch nur so lange, oder ich lasse die halt jetzt einfach, dass man sich das angucken kann. Aber dass ihr wisst, dass Banjo-Kazooie erstmal nicht weitergeht. Sehr schade, ist ein sehr schönes Spiel, aber wie gesagt, zwei Parts am Tag ist in meinen Augen halt einfach auch schon eine gute Sache. Dann ist es nicht zu viel. Und man hat halt ein bisschen was zum Gucken, so, ne? Drei Parts, das kann man gut machen, wenn man am Wochenende ist. Dann ist es möglich. Aber, weiß nicht, es ist halt nicht allzu einfach. Wie gesagt, man darf bei dem Ganzen ja nicht vergessen, dass ich auch noch den ganzen Tag am Arbeiten bin. Und man will natürlich auch irgendwo mal dann noch ein bisschen was mit Freunden unternehmen. Ist ja klar. Und deswegen habe ich jetzt quasi so den Entschluss gefällt. Ist nachvollziehbarerweise jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen blöd. Naja, gut, für den einen oder anderen. So viele Leute gucken ja jetzt auch nicht zu. Deswegen kann man das ja noch machen. Wenn jetzt richtig viele Leute zugucken und also zugucken würden und halt wirklich auch auf alle drei Projekte warten, dann müsste man eben in den sauren Apfel beißen. Das würde man auch irgendwie hinkriegen. Aber ich glaube, es ist für mich chilliger, wenn ich nur zwei Parts pro Tag mache, was in meinen Augen auch noch absolut ausreichend ist. So, da gibt es erstmal ein schönes Foto. Ja, und die nächste Your Sanctuary Location. Also, die haben wir ja schon. Insofern fehlt uns nur noch eine. Die sollten wir aber direkt bekommen. Aber ja, Dalaam, da wäre ich jetzt tatsächlich im Leben nicht drauf gekommen. Aber stimmt, da war auch was. Da waren wir halt nicht. Was muss man dafür nochmal machen? Ich glaube. Boah. Da muss ich gucken. Gucken wir, wenn wir da sind. Wird dann aber wahrscheinlich erst im nächsten Part werden. Ja, einen ganz kleinen unverhofften Cut. Aber jetzt bin ich auch schon wieder da. Wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, genau. Das passt halt einfach zum Start. Finde ich persönlich einfach sehr ansprechend. Und wie kann ich hier jetzt einen Ort finden, wo ich mich wegporten kann, meine Güte? Es ist so eng hier. Aber ich denke, ja, ich hab eine Idee. Hier. Hier ist, glaube ich, gut. Ah, ja, gut, könnte auch eng werden, aber das passt schon. Und zwar einmal nach Dalaam. Na gut, war jetzt eine Minute circa, die ich wegschneiden muss. Das geht. So, Po, da sind wir wieder in deiner Heimat. Und wir gehen straight zu dem Ort, wo das Sanctuary war. Das war einmal ganz unten, da ist so eine Höhle, da sind so drei Hasenfiguren vor. Oder ich weiß nicht, ob es Hasenfiguren sind, aber auf jeden Fall Figuren. Genau, ja, das sind Hasen, oder? So komisch, wie dies vielleicht klingen mag, so blockieren diese Hasenstatuen deinen Weg. Und wir haben natürlich etwas, was Hasen ganz gerne essen, und zwar eine Karotte. Ein Carrot Key, den wir hier einsetzen müssen. Und tschüss. Ja, hier sind die Gegner dann. Ich bin so dämlich, Alter. Oh, Mann. Ach, der Tangu. Man kennt ihn. Super. Echt geil. Ja, wenigstens diamantisiert er keinen. Also ich weiß es nicht, aber ich denke mal eher nicht. Ich hoffe mal eher nicht. Wäre ein bisschen doof. Ist Eis effektiv? Ich wollte gerade sagen, hör, seit wann kann Jeff PP, aber da war ja was. Oh, das macht gut Schaden, ne? Das ging schnell. Da machen wir ganz kurz einen Prozess, da kenne ich gar nichts. Ja, gibt aber halt auch echt wenig XP, ne? Das ist schon echt ein bisschen traurig. Ich weiß den Weg nicht mehr, aber ich glaube, einfach nur straight durch. Ich bin so saudämlich. Warum? Mann! Ach, Donnerwolke. Ja, leicht zu verwechseln mit dem Donnerbalken. Das Eis da so gut. Ja, komm. Why not? Den Rest ist einfach so ein bisschen. Den Rest? Der Rest ist einfach so ein bisschen bashen. Ich hätte es ein bisschen schlauer anstellen können.
und mich nochmal eben ein bisschen heilen, bevor ich das hier mache. Ist wahrscheinlich aber, glaube ich, die bessere Sache, die ich jetzt machen könnte. Aber ich hoffe, ich habe euch wieder. Boah, wartet. Wie gesagt, Müdigkeit kickt. Ich hoffe, ich habe euch wieder unterhalten können. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.